Weiter geht's mit der Vuelta al Táchira und mit Team Legion nach dem sensationellen Etappensieg von Colin Samuel, natürlich auch mit der Plus-3-Tagesform. Versuchen wir jetzt mit Alex Mather und Jerry Roskopf dort, ja, nicht zurückzuschlagen, aber immerhin dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Jerry Roskopf heute mit der Plus-4. Wenn nicht jetzt, wann dann? Eder Freire war in der Ausreißergruppe, sieht man am grünen Balken, hat aber eher so suboptimal funktioniert, weil das Hauptfeld ihn nicht weglassen wollte. Deswegen mussten wir ihn dann doch wieder rausnehmen aus der ganzen Verlosung. Er also schon ziemlich durch. Hier wird Tempo gemacht. Franklin Archibald im rosa Trikot des besten Jungprofis. Wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ohne, dass ich es ganz genau weiß. Tempo ist gerade ein bisschen raus. 18 Kilometer sind es noch. Wir könnten natürlich mal den Zug starten, weil Joel Roskopf heute generell so stark ist. Colin Samuel geht dann mal hier davor. Dann schauen wir mal, dass wir Alacown können wir da sogar auch noch mit reinmachen. Dann machen wir Mather und dann Roskopf. Also da können wir einen schönen Zug ausnahmsweise mal machen. In letzter Zeit sind wir da mit Team Legion ja eher selten mit einem Zug am Start gewesen, beziehungsweise gar nicht, weil wir nie die Möglichkeiten dazu hatten. So, Eder Freire startet das Ganze, weil er einfach auch schon am plattesten ist. Und dann versuchen wir diese Gruppe da vorne einzuholen. Colin Samuel mit der Minus 1. Ich hoffe mal, vielleicht macht er dadurch ja sogar nochmal einen kleinen Sprung. Ich behaupte ja immer, dass je erfolgreicher die Fahrer sind, desto... Was war da jetzt gerade los? Okay, da ist gerade eine kleine Lücke gerissen. Desto schneller verbessern die sich auch, weil sich der Ruf verändert, der Fahrer. Zumindest glaube ich, dass wenn der Ruf sich verändert, dass auch der Fahrer dann eine leichte Verbesserung bekommt. Aber das stimmt wahrscheinlich wirklich überhaupt und gar nicht. So, da oben über dem Berg der ersten Kategorie gibt es nochmal ein sehr, sehr steiles Teilstück. Da würde ich dann gerne nochmal was versuchen. Colin Samuel ist jetzt für den Tag raus, kriegt nochmal schnell das Energiegel an die Seite. Ansonsten übernimmt Eder Freire bis oben hin, zumindest bis über diesen Berg. Und dann haben wir vorne noch Vulkan, der wieder in der Ausreißergruppe war, der Rumäne. Hügelwert 68, Beschleunigung 65 ist eigentlich ziemlich gut. Hier gibt es jetzt nochmal die Tempoverschärfung von Martin und Buriani. Kurze Abfahrt, da müssen wir, oder kurzeres Flachstück, da müssen wir erstmal nicht viel machen, bevor dann gleich Eder Freire das Tempo wieder leicht erhöht. Straßen sind zum Glück relativ breit. Da können wir jetzt hier in den nächsten Berg das Tempo, wie gesagt, erhöhen. Dann kommt gleich Alacown, der am Berg eigentlich natürlich deutlich schlechter ist als Eder Freire, aber das wird eher, oder wurde bislang eher noch als Hügel gewertet. So, Eder Freire fährt an die Spitze. Das war jetzt ein bisschen viel, was wir da weggenommen haben. So, Alacown wird wahrscheinlich nicht lange übernehmen können. Genauso wie Alex Mather wahrscheinlich auch nicht lange übernimmt. Aber wir fahren die Fahrer auf jeden Fall bis zum letzten Tropfen Energie. Alacown geht es jetzt auch gerade an den roten Balken. So, mal schauen. 51 Fahrer sind noch drin. Allerdings alles sehr, sehr lang gezogen. Da sind schon ein paar Lücken. Alacown, jetzt kommt dann Mather, auch mit der 75, und dann versuchen wir Joel Roskopf, soweit es geht, noch nach oben zu tragen, und sobald Mather platt ist, werden wir dort eine Attacke reinsetzen mit Joel Roskopf. Konkurrenz wird wahrscheinlich stärker sein. So, Mather, es sind noch 3 Kilometer und jetzt beginnt dieser sehr, sehr steile Bereich, wo es dann in den dunkelroten Bereich geht. So, Mather ballert nochmal. Roskopf nimmt langsam mal das Energiegel. Und gleich wird die Attacke kommen. Natürlich Beschleunigungswert, so lala. Aber da geht schon noch einiges. So, ab geht's. Joel Roskopf attackiert. Bei uns am Hinterrad ist Thalmann. Ziehen das trotzdem nochmal durch. Machen mal die Attacke ein bisschen stärker. Dann geht natürlich auch der rote Balken schneller weg, aber das haben wir jetzt erstmal ganz gut hinbekommen. Da ist eine Lücke gerissen, es geht gleich eigentlich nur noch bergab. Oben sehen wir die Kuppe, danach, ja, so ein kleines Flachstück gibt es noch und da ist jetzt auch Sosa bei uns. Mal schauen, ob der mitarbeiten möchte. So, interessantes Ding. Roskopf und Sosa sind da vorne jetzt erstmal alleine. Beschleunigungswert bei Sosa natürlich deutlich besser, sind aber auch nur noch 2 Kilometer. Dann attackieren wir einfach mal und sprinten durch.
Roskopf auf den letzten Metern. Ja gut, Beschleunigungswert und Sprint. Warum ist er denn überhaupt gar nicht gesprintet? Da hatten wir keine Chance gegen Sosa auf den letzten Metern, aber starker zweiter Platz von Joey Roskopf. Dann kommt Williams, Niklas Eck kommt rein, Cepeda. Wo haben wir Mather? Der kann hier auch nochmal mitsprinten. Den letzten Metern ist jetzt für die Gesamtwertung nicht ganz so wichtig, aber dass Joey Roskopf hier zweiter wird, ist enorm stark. Und zeigt einfach, dass wir sehr breit aufgestellt sind mit Mather, Freire. Wir haben mit Colin Samuel eine Etappe gewonnen. Und Joey Roskopf jetzt auch in der Gesamtwertung weiterhin ganz weit vorne mit dabei gegen eine Konkurrenz, die deutlich mehr drauf hat eigentlich am Berg. Und dass Ivan Sosa hier gewinnt, ganz ehrlich, sollte auch sein leichtestes sein. Also macht richtig Bock mit dem neuen Team. Die erste Folge war noch ein bisschen Sparflamme, aber jetzt die Folge 2 und 3 von Team Legion, die machen richtig Bock. Mal der Blick auf die Abstände. 15 Sekunden, Williams und Eck werden mit uns gewertet. Aber in der Gesamtwertung bedeutet das, Joey Roskopf auf dem 5. Platz. Wenn es jetzt noch ein 75 Kilometer langes Zeitfahren gäbe, dann hätten wir echt gute Chancen. Wobei gegen Ivan Sosa würde wahrscheinlich auch ein 20 Kilometer Zeitfahren reichen, um den Vorsprung wieder aufzuholen. So, die Wertungen sind für uns nicht ganz so interessant. Da sind wir nirgendwo vorne mit dabei. Auch in der Teamwertung haben wir jetzt leider die Führung verloren gegen Team Medellin. Ist aber nicht schlimm. Weiter geht's bei der Vuelta al Táchira. Die 7. Etappe steht an, wieder sehr hügelig. Die 8. wird dann eher ein bisschen flacher, aber hat es auch in sich. Aber die 7. Etappe sieht wieder nach was aus, wo die Ausreißergruppe vielleicht durchkommt. Nächstes spannendes Finale bei der Vuelta al Táchira. Alle kauen in der Ausreißergruppe. Noch rund 2 Minuten, 26 Kilometer. Ich glaube, heute wird das eher nichts werden mit dem Sieg da vorne. Aber wir hängen noch gut mit drin. Colin Samuel holt uns gerade ein Wasser, auch wenn er hier ein bisschen weggedrängt wird. Wir haben Alex Mather mit einer sehr, sehr starken Plus-4-Tagesform. Wir haben Joey Roskopf, der wirklich gut drauf ist in der Gesamtwertung. 5. Platz mit seinem Bergwert hätte ich da nicht mit gerechnet, aber der 2. Platz auf der letzten Etappe war auch wieder sehr, sehr gut. Die Gruppe hier vorne wird immer kleiner. Rendon ist da vorne jetzt schon raus, der Kolumbianer. Dann haben wir einen San Marinesen. Keine Ahnung, ist das San Marino? Kann schon sein. Bin mir sehr unsicher. Rato ist da raus. Und jetzt wird die Gruppe wirklich immer, immer kleiner. Vorne Guardiola, Pep Guardiola fährt die Gruppe klein und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt geht es zur Bergwertung hin. Das ist nicht gut. Versuchen mal da halbwegs mit einem 90er Tempo vielleicht noch mithalten zu können, aber die sind da vorne wohl recht stark. Attacke wollte ich jetzt mit Absicht keine da reinfahren. Mal schauen, ob wir die Lücke nochmal schließen können. In der Abfahrt vielleicht zumindest zu zweit hier mal weiter hinterher fahren. Also Alecaun vorne noch mit dabei, hinten wird das Tempo höher, Wasser haben wir, Colin Samuel ist noch halbwegs am Start, aber auch nicht mehr so richtig. Joey Roskopf ist ein bisschen weit hinten, das gefällt mir nicht gut. Könnte sein, dass da jetzt sogar kurzfristig mal eine kleine Lücke reißt, aber die Position nach vorne verändern wäre auf jeden Fall sinnvoll. Genau, da ist jetzt auch das passiert, was nicht passieren sollte. So, Roskopf fängt hier hinten in der 2. Gruppe. Das ist alles andere als gut. Da müssten wir selber kurz hinterherfahren, weil die hier alle platt sind. Na, jetzt hängen wir da wieder irgendwo im Gemüse fest. Scheiße. Das ist wirklich nicht gut. Gut, wir gehen eh auf Etappenjagd. Ob wir jetzt hier 5. werden oder 12. ist eigentlich nicht ganz so schlimm, aber das war natürlich mehr als unnötig, dass Roskopf jetzt hier eine Minute Rückstand hat. Vielleicht nehmen die hier aber auch gleich nochmal ein kleines bisschen an Tempo raus. Das wäre für uns ganz, ganz wichtig. Sehr schade. So, wie sieht es da vorne aus mit dem Tempo? Ist zumindest jetzt gerade nicht brutal hoch. Und dann kommt Joey Roskopf hier tatsächlich nochmal zurück. Nochmal zurück. Jo, und dann soll er jetzt hier vorne auch mal bitte Position halten. Hat jetzt unnötig Körner gekostet. Aber Alex Mather, wie gesagt, heute unser Go-To-Guy, geht dann hinten raus nochmal leicht, ja, leicht ist gut, es geht schon mal richtig bergauf. Tempo ist jetzt hier komplett raus, Colin Samuel schafft das sogar nochmal hier in die Gruppe rein. Dann schauen wir mal, dass wir aber auch mit Mather die Position nochmal ein klein wenig nach vorne verbessern. 10 Kilometer, quasi Schlussanstieg, 4 Kilometer geht es jetzt in den Berg der 2. Kategorie, dann ein bisschen flacher. Bevor es dann eben in die letzten steilen Meter geht. So, Freire und Samuel bekommen beide mal das Energiegel.
Und dann halten wir die Füße nochmal still und schauen, dass wir da im Schlussanstieg nochmal was machen können. Die Gruppe kommt übrigens dann doch da vorne durch. Ich habe alle Count gerade völlig vergessen, aber wirklich komplett völlig. Mal schauen, was mit alle Count da vielleicht sogar noch geht. Schauen, Vulkan, der da jetzt nochmal eine Attacke reinsetzt. Wo holt er jetzt auf einmal die Energie her? Das weiß kein Mensch. Also Elecaon hatte ich gerade komplett vergessen. Da kommt Palon von hinten ran. Der hat das Tempo allerdings so erhöht, dass Elecaon da komplett raus ist. Aber auch spannend, wie es einfach völlig aus meinem Kopf rausgefallen ist gerade. Also Elecaon wird das hier vorne wahrscheinlich dann nicht mehr schaffen. Mather hinten immer noch bockstark von den Werten her. Nehmen wir mal Joey Roskopf jetzt an seine Seite. Nehmen auch da mal das Energiegel. Ja, machen wir gerade mal so. Okay, Roskopf. Schafft das da jetzt gerade so nach vorne. So, Alex Mather, vorne wird's flacher. Tappensieg wird wahrscheinlich eher schwierig werden. Ich setze jetzt mal hier die Attacke rein. Vielleicht können wir da eine kleine Lücke reißen mit Alex Mather und kommen vielleicht sogar noch ganz nach vorne hin. Wäre natürlich sehr, sehr nice. Elecaon kann uns da jetzt wahrscheinlich nicht mehr lang beschützen, beziehungsweise eigentlich auch gar nicht. Energiegel nehmen wir jetzt schon mal und dann versuchen wir es mit Alex Mather, da den Etappensieg vorne nochmal zu holen. Aber 1 Minute 14, das ist zu viel auf den letzten Metern. Da vorne sehen wir Palon. Drehen nochmal höher. Mal schauen, gelber Balken. Ob das passt, sind noch 2,7 Kilometer, aber es wird gleich nochmal richtig steil. Also da sollten wir schon die Füße nochmal stillhalten. Vielleicht bricht der da vorne ja komplett ein. Das wäre für uns sehr schön, für den Spanier, der es glaube ich ist. Palon natürlich eher unschön. So, 46 Sekunden. Was geht hier hinten noch? Da kommt Niklas Eck ran. Sprinten jetzt hier einfach mal, soweit es noch geht. Mal schauen, Palon. 400 Meter sind es noch. Das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Ne, der Spanier wird sich da den Sieg holen. Jetzt jubelt er auch schon. Alex Mather kommt aber auf einen starken zweiten Platz. Und dann ist das nach wie vor hier eine sehr, sehr starke Leistung von Team Legion bei der Vuelta al Táchira. Fidel Palon vor Alex Mather. Dann Sosa. Joey Roskopf kommt dann irgendwo hier hinten noch mit rein. Richtung Gesamtwertung. Wie gesagt, die Gesamtwertung ist mir nicht ganz so wichtig. Die Rennverläufe sind einfach mega gut. Und ob wir da jetzt Fünfter oder Achter werden, ist nicht ganz so wichtig. Mit Roskopf hätten wir jetzt sicherlich da vorne noch mithalten können. Aber das war wieder mal sehr schön und stark. Und wir haben uns eigentlich wieder gegen die Favoriten durchgesetzt. Natürlich stehen wir auch nicht ganz so oben weit auf dem Zettel. Wenn wir dort attackieren, 5 Kilometer vom Ziel, dann denken sich die anderen mit Favoriten, ja mei, lass den halt fahren, der ist in der Gesamtwertung ja eh weit genug weg. So, 7. Etappe haben wir im Kasten und die 8. Etappe kommt dann jetzt auch gleich im Anschluss. Wir schauen uns nochmal ganz kurz die Gesamtwertung an, damit wir auch die Ausgangslage haben für den Abschluss der Rundfahrt. Palon ist der Sieger. Palon, Palon. In der Gesamtwertung Roskopf auf der 7 und Alex Mather jetzt auf die 9 vorgefahren. Wieder auch eine ganz, ganz starke Leistung. 8. Etappe ist dann eher relativ flach. Da versuchen wir im Sprint was zu machen, aber wir haben unseren Soll auf jeden Fall schon erfüllt bei der Vuelta al Táchira. Ich glaube aber, war das ein Sponsorenziel, dass wir in die Top 5 fahren sollten? Fällt mir jetzt gerade so auf. Dann wäre natürlich die Gesamtwertung vielleicht nicht ganz so unwichtig. Hier, ja, Top 5. Geil. Also, das war vielleicht dann doch nicht ganz so clever mit Joey Roskopf, das Ganze ein bisschen wegzuschenken. Und auf der nächsten Etappe wird das wahrscheinlich auch nichts mehr werden, aber da sind wir sowieso momentan nur im gelben Bereich, weil wir mit Lance Hayden auch den Etappensieg verpasst haben. Vuelta al Táchira werden wir den 5. Platz verpassen. Also der Sponsor, erstmal nicht ganz so glücklich, aber wir haben sicherlich auch ein paar beachtenswerte Ergebnisse jetzt eigentlich. So, Abschluss bei der Vuelta al Táchira. 10 Kilometer sind es noch. Colin Samuel war lange vorne mit drin. Leider ist jetzt hinten hier so eine kleine Lücke gerissen. Deswegen musste ich Roskopf und Elecaon da erstmal wieder nach vorne bringen. Schwieriges Rennen. Jetzt geht es gleich auf die letzte Runde. Wir versuchen mal hier irgendwie einen Zug zu starten mit Elecaon dann als finalem Sprinter. Colin Samuel darf jetzt mal automatisch fahren, bevor ich ihn noch aus Versehen auf Null setze. Alex Mather muss da jetzt mal reinballern. Hier wird nochmal eine Tempoverschärfung vorne lanciert. Da sehen wir auch das gelbe Trikot Sosa, der da aufpasst, dass nichts passiert.
Ausreißergruppe noch eine Minute vorne. Das kann tatsächlich reichen. Jetzt kriegen unsere ersten Fahrer hier schon mal das Energiegel. Sehr, sehr schwieriges Finale. Auch die Streckenführung nicht unbedingt optimal. Vorne geht jetzt sogar nochmal eine Attacke raus und wir können uns hier an die Spitze setzen des Hauptfeldes. Da haben wir Ruskopf, allerdings alle Kauen fehlt am Hinterrad. Der müsste da jetzt nochmal ein bisschen nachlegen. Sehr, sehr wildes Finale. Immer noch eine Minute. Mit dem Etappensieg wird es wahrscheinlich nichts mehr werden. Nochmal die 99 hier in die Abfahrt rein. Dann Ida Freire. Energiegel müssen wir ohnehin jetzt mal nehmen. Ballern da jetzt mal richtig raus vorne mit Ida Freire. So, Metha nimmt mal raus. Schauen, was da noch geht. 2,5 Kilometer sind es noch. Ida Freire macht mal so lang es geht. Dann kommt Ruskopf. Den machen wir wieder mit der 95. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Aber wahrscheinlich sollten wir jetzt noch nicht lossprinten. Mal schauen. Joey Ruskopf mit Alec Cowan am Hinterrad. Alec Cowan ist zu weit hinten. Schauen, ob wir da nochmal außen rumkommen. Kommen wir leider nicht. Und dann holt sich hier Sosa mal wieder den Etappensieg vor Paloni. Aus Frankreich, den wir noch nirgendwo gesehen haben bei der Rundfahrt. Niklas Eck auf der 3 und dann Williams, also der Anfahrer quasi für Steven Williams, holt sich hier den 2. Platz. Cowan kommt immerhin noch wahrscheinlich auf den 8. natürlich auf den 8. Platz rein. Joey Ruskopf wird 9. und dann geht eine nette Rundfahrt zu Ende. Vielleicht haben wir uns ja nochmal nach vorne verbessert unter die Top 5. Das wäre ganz nett und nicht ganz unwichtig für unsere Sponsorenziele. Unser Sponsor auf jeden Fall sehr kritisch. Was das angeht. Immerhin sind wir mal 3. geworden auf einer Etappe in Neuseeland. Da sollten wir allerdings den Etappensieg holen. Hier sollten wir in die Top 5 rein. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr geschafft haben. Der Blick auf die Gesamtwertung. Dann ist es der 7. Platz geblieben. Joey Ruskopf holt den für uns. Da sind wir also knapp am Sponsorenziel dran vorbeigefahren. Ivan Sosa in der Bergwertung vorne. Punktewertung Ivan Sosa. Da war von vornherein klar, dass er diese Rundfahrt dominieren wird mit seinem Bergwert, der wahrscheinlich, ja, ich glaube, 7, 8 Punkte besser war als der von uns. Da war eigentlich nichts zu holen. Also der Sponsor kotzt uns mal wieder vor die Füße. Die Zukunft von einigen Teams ist jetzt auch klar. Also das Team Equipo Kernpharma bis 2023, EVPel bis 2024. Novo Nordisk denkt sich, da legen wir noch ein Jahr drauf und machen bis 2025. Xpeed bleibt auch. Ergebnisse des Rennens Gravel and Tar, das finde ich persönlich sehr interessant. Ist da unser U23-Team irgendwo mit dabei? Leider nicht, aber da schauen wir mal in die Ergebnisse rein. Da haben wir es auch. Wir filtern mal unser Team, das Legion Youth Team. Und da sehen wir, dass George Carlson nur auf dem 55. Platz reingefahren ist. Spencer Simpson, der Puncheur. Hatten wir da einen richtigen Sprinter eigentlich mit dabei? Jaden Baker, Tyler Reynolds, naja, auch 66, 68, aber auch gar nicht mal so schlecht. Tyler Reynolds, Durchschnitt von 65, also da kann man schon einiges von unseren jungen amerikanischen Fahrern erwarten, da freue ich mich sehr drauf und ich freue mich auch sehr drauf, wenn es in der kommenden Folge dann weitergeht, dann machen wir nämlich in der Türkei beim Grand Prix Belek weiter, beziehungsweise vielleicht können wir den auch gerade noch hinten mit dranhängen, dann kann ich nämlich auch schon mal durchsimulieren, bevor ich dann die nächste Aufnahmesession demnächst dann starte, da machen wir den Grand Prix Belek noch mit dazu, dann haben wir dort nämlich auch Teodorico Jara bei seinem Debüt für uns, der Goldweinkanister als Anfahrer. Tyler Williams wird sein Saisondebüt geben, genauso wie Ty Magner und vor allem auch Quentin Cowan, der junge Bruder von Alec Cowan, ist dann mit am Start. So, letztes Rennen für diese Folge, vorne Cowan, allerdings nicht Alec Cowan, sondern Quentin Cowan, der jüngere Bruder, ist in der Ausreißergruppe mit drin. Mal schauen, ob die wegkommen. Profil kennen wir aus dem Vorjahr, Berge der 2. Kategorie, die relativ lang und steil sind, da sind wir mit Corey Williams krachend gescheitert dran. Dieses Mal haben wir Teodorico Jara mit dabei, mit der -2 Tagesform, nicht optimal drauf, aber er hat einen leicht besseren Hügelwert, der Zähigkeitswert ist auch in Ordnung, das müsste er ja eigentlich bis ins Finale schaffen, auch wenn es dort dann leicht wellig bleibt. Quentin Cowan, wie gesagt, vorne mit dabei, dann haben wir vom Radnet-Rose-Team den guten Herrn Benz und Drescher. Auch nicht schlecht, schöne Namen. Vermesa ist am Start, also Konkurrenz durchaus machbar. Ich gehe aber mal nicht davon aus, dass diese Gruppe wirklich durchkommt. So, hier gibt es eine Attacke am letzten Berg, an der letzten Schwierigkeit des Tages. Wir versuchen mit Quentin Cowan mal mitzukommen.
Losiert wurde das Ganze von Benz. Jetzt kommt Peña Jiménez. Und Quentin Kauen hat sich den roten Balken schon mal ziemlich platt gefahren. Teodorico Jara hängt hier ein bisschen weit hinten. Generell beide Sprinter ein bisschen weit hinten. Versuchen wir die Platzierung nochmal ein klein wenig nach vorne zu bringen. Bei Goldwein Kanister wissen wir, dass dort Hügel und Beschleunigungswert bei weitem noch nicht da sind, wo sie sein sollen. Hier vorne ist das Tempo so enorm hoch, dass die Gruppe gleich richtig auseinanderfleddert. Peña Jiménez vorne, Benz, dann Luis, der Franzose, und das Hauptfeld wird wahrscheinlich sogar gleich schon rankommen. Also das hier hat letztes Jahr Corey Williams den Sieg gekostet und es sieht dieses Jahr mit Teodorico Jara, der sich gerade überhaupt nicht links rübersteuern lässt, jetzt lässt er sich rübersteuern, sieht es auch nicht viel besser aus. Position ist sehr schlecht, wenn da vorne eine Lücke reißt, dann sind wir erstmal gearscht. Ty Magna, wir könnten natürlich jetzt mal versuchen, hier schon mal unser Tempo reinzuballern, damit Teodorico Jara da auch in einer guten Position ist, allerdings der Kanister ist schon ziemlich durch. Also da ist der Tank leer. Mörder-Gag werden wir auf jeden Fall nie wieder verwenden. So, Quentin Kauen vorne nach wie vor in der Gruppe mit drin. Wir können uns hier mal ein bisschen rausnehmen aus der Führungsarbeit, wobei keiner mehr da richtig was macht. Das Hauptfeld ballert nach wie vor rein. Zimoschik hinten dran. Da kommen jetzt wieder so ein paar Attacken, aber das kann man vorne, denke ich mal, auch schon knicken. So, Kanister wird sich wahrscheinlich nicht mehr genügend regenerieren, um hier wieder mit reinzukommen. Tyler Williams können wir auch ein kleines bisschen mit rausnehmen. Jetzt kommen hier auch noch Attacken, also durchaus interessanter Rennverlauf. So, Benjamin Perry ist das hier, den wir ja auch irgendwie auf dem Zettel haben als Kanadier. So, Kauen hängt hier nach wie vor mit drin. Da wird nochmal die Sprintwertung genommen, die natürlich nicht wirklich genommen wird. Williams bekommt schon mal Energiegel. Vorne sind jetzt langsam alle durch. Quentin Kauen gibt echt alles bei seinem Debüt für uns. Aber schönes Ding, er kämpft auf jeden Fall um alles, auch wenn er jetzt gleich aufgefahren wird. Nehmen wir nochmal das Energiegel, wirklich die letzte Verzweiflungstat. Und da kommt leider Guillonnet, der ihn jetzt einholt. Wir hängen ihn hier nochmal mit rein, einfach nur so, weil wir es können. So, ja, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, wenn der Kanister zurückfällt. So, jetzt sollte er auch möglichst uns nicht noch wegdrängen. Da müssen wir erstmal ganz kurz wieder vorne hinfahren. Aber Jara sollte noch gut genug sein, um da eigentlich einen Sprint rauszuknallen. So, Williams, ich lasse ihn jetzt mal vorne, obwohl er platt ist. Da kommt allerdings genau in dem Moment eine Attacke. Dann müssen wir doch reagieren. Und da ist auch Jara schon wieder. Kurt Jara kennt man noch vom HSV. Hat sich gut gehalten, ist jetzt Mexikaner. Ähnliche Karriere hingelegt wie Heinrich Hausler einfach. So, 12 Kilometer noch. Ganz schön weiter Weg bis zum Sprint. Tempo wird nicht langsamer werden. Aber Jara ist eigentlich so mit unser bester... Uiuiui, was mit Ty Magna da gerade passiert? Okay. Was war da los? Kurz Loch im Zahn gehabt wahrscheinlich. So, Kanister sprintet jetzt schon. 10 Kilometer vom Ziel ist er da, wie gesagt, durch. Jetzt müssten wir auf Magna umschalten. Dann haben wir leider keinen Sprintanfahrer mehr. Also Jara müsste sich das Hinterrad von einem anderen guten Sprinter suchen. Den haben wir hier. Der sieht erstmal nicht schlecht aus. Wer hat denn die Rückennummer 1 hier beim Rennen? Barbero, 73er Sprint. Sabatini, Kuznetsov. Jo, da sind aber einige auch schon relativ weit zurück. Also da müssten wir uns wirklich dann ein Hinterrad suchen für den Sprint und ein bisschen Glück haben. So, 5 Kilometer Marke ist erreicht. Wir können es natürlich auch mit Ty Magna von vorne versuchen, wird aber schwierig genug werden. Vor allem, weil wir hier wieder weggedrängt werden. Fahr halt außen rum, Junge. Fahr mal in den Wind. So, jetzt müssen wir ballern. Ty Magna gibt alles, was er hat. Kommen wir da nochmal nach vorne. Eieiei, Energiegel auch wieder vergessen. Und der gelbe Balken ist auch schon ziemlich in der Tonne von Jara. Dann gehen wir jetzt mal raus. Teodorico Jara mit der allerletzten Kraft. Eieieiei, da ging ja gar nichts im Sprint. Also da war der Tank aber völlig leer. Was war denn bei Jara da jetzt los? Sind die so viel besser im Sprint? Ja, die sind schon besser. Aber dass er da jetzt so gar nicht mehr zündet. Ich meine, der rote Balken war ja noch da.
Das hat mich jetzt schon ein bisschen gewundert. Also nur der 11. Platz für Teodorico Jara. Ein bisschen enttäuschend, warum er da nicht vom Hinterrad weggekommen ist. Weiß nicht, ob er da irgendwie eingeklemmt war. Das müsste ich mir nochmal anschauen. Also da habe ich jetzt schon ein bisschen mehr erwartet von dem ja immer noch relativ jungen Mexikaner, 19 Jahre alt. Gut, also wir hatten richtig schöne Etappen bei der Vuelta al Tajira. Jetzt hat es zum Abschluss der Folge beim Grand Prix Belek nicht mehr ganz so stark funktioniert, aber trotzdem ein guter Saisonstart. Einige Etappensiege haben wir geholt, leider die Sponsorenziele reihenweise verpasst. Aber da können wir nochmal ganz kurz den Blick drauf werfen, ob der Sponsor gnädig ist und die beachtenswerten Ergebnisse, die wir ja durchaus auch bei der Vuelta al Tajira eingefahren haben, dann trotzdem uns irgendwie angerechnet werden. So, Preisgeld kriegen wir auch, 492.000 Euro haben wir schon. Die Tour Down Under hat sich Egan Bernal einfach mal unter den Nagel gerissen. So, ich sollte vielleicht auch dahin klicken, wo ich hin möchte. So, also wir sind nach wie vor im gelben Bereich. Beachtenswerte Ergebnisse, yo, Etappensieg von Roskopf, der von Colin Samuel, der war völlig egal. Das interessiert überhaupt niemanden. Kann ich total nachvollziehen. Wer mag auch schon junge kanadische Nachwuchstalente, wenn man ein amerikanisches Team hat? Es wäre ja auch völliger Witz, aber gut, Jill Roskopf ist natürlich unser Aushängeschild. Gut, dann warten wir es mal ab. Alex Mather mit der 70 im Durchschnitt, hat der sich verbessert oder bin ich da gerade auf dem Holzweg? Ich meine, er hätte den Sprung von 68 auf 70 gemacht. Ich drücke mal mutig die Leertaste, wobei das Spiel dann sich eigentlich meistens eher nur aufhängt. Aber wir sehen hier hinten auch schon mal unseren Rennkalender. Es geht jetzt wieder in die Türkei rüber. Die Rennen sind wir letztes Jahr auch gefahren. Dann geht es auf die Philippinen, die Ronda Pilipinas. Ein bisschen was für die Sprinter. Da gibt dann unter anderem auch Corey Williams sein Saisondebüt. Dann geht es wieder eher in die Berge zur Tour Columbia, wo es aber auch ein paar Flachetappen gibt. Dort haben wir welchen Sprinter mit dabei? Da ist auch wieder Goldwein Canister am Start. Also das wird cool. Jetzt wie gesagt eine kleinere Rennpause und natürlich der Blick auf Alex Mather, der sich auf 69 am Berg verbessert hat, 71 im Zeitfahren. Das wird mal ein richtig, richtig guter. Davon kann man einfach mal ausgehen. So, Binyam Girmay für Team Delco hier noch am Start. Ist jetzt ja noch während der Saison gewechselt. Also wir machen hier den Cut. Sehen uns wieder in der nächsten Folge. Das wird auf jeden Fall spannend bleiben und unsere Fahrer entwickeln sich so schön. Ich liebe das einfach, wenn die Fahrer sich nach und nach verbessern. Goldweinkanister, wie gesagt, Hügel und Beschleunigung muss besser werden. Ansonsten ist das schwierig und auch bei Teodorico Jara muss die Beschleunigung noch dem Sprint ein bisschen angepasst werden. Das haben wir gerade gesehen. So, ich sage Dankeschön fürs Schauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Team Legion und natürlich auch auf den Discord-Channel kommen.